Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Celeste und Amaya und diesmal auch mit Jeremy, denn wir sind hier noch im Urlaub. Jeremy ist am letzten Mal nämlich zum jungen Erwachsenen geworden und Amaya hat ihm zum Geburtstag eine Reise nach Sulani geschenkt. Und jetzt chillen wir hier. Je nachdem, wie gut das Ganze funktioniert untereinander, ist es ja vielleicht auch eine Überlegung wert, ob man dann vielleicht irgendwann mal zusammenziehen könnte, oder? Bisher haben wir auf jeden Fall alle eine ganz gute Zeit. Das ist sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Ich möchte hier keinen Stress. Celeste unterhält sich gerade mit ihrem Dad. Okay, er steht gerade auf. Und sie findet es schlecht. Sie hätte gerne mehr Zeit mit ihm verbracht, anscheinend. Wieso sind die eigentlich überhaupt nicht müde? Okay, Jeremy anscheinend schon. Ich mache denen das mal ein bisschen weiter runter, damit die dann auch durch die Nacht schlafen. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir ein paar schöne Tage hier erleben können. Jeremy ist der Erste, der wach ist. Rechnung. Aber die können wir ja auch übers Telefon bezahlen, dachte ich. Aber vielleicht nicht, wenn man im Urlaub ist. Das ist schlecht. Oh, good morning in the morning, Leute. Hat er sich eingepisst? What is happening? Da guckt man einmal nicht hin. So, meine Liebe, kannst du vielleicht Frühstück servieren? Einen leckeren Obstsalat vielleicht. Ich hoffe, dass es heute noch schöneres Wetter wird, weil sonst ist das mit dem Schwimmengehen nicht so easy. Ach, die süße Maus deckt hier schon den Tisch. Ich kann nicht mehr. Weißt du, hier sind 3 Couches. 3! Aber es ist so süß. Celeste ist sehr glücklich und Amaya ist auch einfach nur glücklich. Es ist so schön irgendwie. Okay, er scheint gerade nicht so zufrieden zu sein. Vielleicht hat er sich ja wirklich eingepinkelt. Das wäre natürlich irgendwie ein bisschen suboptimal. Da würde ich mich, glaube ich, auch nicht so gut fühlen. Süß, die haben jetzt schon wieder mehr Verbundenheit und so. Ich liebe euch ja. Oh, ihm geht's, glaube ich, auch besser. Dann knutscht ihn doch einfach mal ab. Hört auf mit euren Gefühlen jetzt, das ist so süß. So, wir bilden mal kurz eine Runde. Und dann baut ihr jetzt mal ein paar Sandskulpturen. Weil es ist halt noch ein bisschen zu kalt fürs Wasser so. Jeremy hat anscheinend keinen Bock. Celeste auch nicht. Okay, jetzt kommt Jeremy nochmal zurück. Und Celeste baut auch. Jeremy hat anscheinend immer noch keinen Bock. Warum ist er schon wieder abgefuckt vor allem? Ich werde nicht schlau aus diesem Mann. Es wird wärmer. Wie schön. Dann können wir ja gleich doch nochmal schwimmen gehen. Ich bin sehr stolz auf euch. So, und jetzt ab ins Wasser. Schwimmen mit. Und Jeremy ist schon im Wasser drin. Ach, wie schön. Vor allem hier kann man auch den Boden sehen und so. Also da würde ich auf jeden Fall auch schwimmen. Wenn den Boden nicht sehen kann, ist schon ein bisschen wild auch. Oh, hier ist ein Werwolf. Klar. Was denn auch sonst? Hier ist, glaube ich, keine Stelle zum Schnorcheln, ne? Da müssen wir, glaube ich, woanders hin für. Ah, ne, hier. Okay, da sind aber keine Fische. Freitauchen? Amini, you can do this. Sie hasst die Natur. Naja, wie die Mutter, so die Tochter, oder? Have fun. Oh, sie lässt es sich auch einfach gut gehen. Was möchte sie hier machen? Plaudern. Okay, soll sie gerne machen gleich. Ich fühle mich wie so ein Spanner. Ich wollte gucken, was er macht und auf einmal geht er baden. Mann. Level 10 der Motorikfähigkeit. Was ist denn mit dir? Ja, läuft, ne? Sie mag Fitness. Das glaube ich wohl auch. Ach, die geben sich einen Knutscher. Alle kriegen sie Gefühle. Ich kann nicht mehr. Hört auf. Sie sind gute Freunde geworden. Oh. Als ob das hier als drinnen zählt. Hä? Sie sonnt sich jetzt auf jeden Fall. Und hier ist eine Schaukel. Dann fragt doch Jeremy einfach, ob ihr zusammen schaukeln wollt. Abenteuerlustig süß eigentlich. Das wusste ich ja jetzt noch gar nicht, was sein drittes Merkmal ist. Aber abenteuerlustig finde ich irgendwie passend. Und sie sollte sich eincremen. Wir wollen keinen Sonnenbrand. Jeremy ist einfach 5 Millionen Mal schneller. Der ist schon fertig mit Schaukeln, wenn sie da ist. Wow. Es ist halt wirklich so. Ach, er schaukelt jetzt nochmal. Ich muss schon sagen, das wäre sonst so traurig. Wir können ja nochmal ein Restaurant platzieren für Sulani. Weil dann können wir da zum Abendessen halt hin. SS Simoleon! Oh mein Gott, wie geil! Ich lieb's. Das ist ja perfekt, glaube ich. Also, wie cool! Bitte, Spiel, bitte. Nicht hängen. Stopp. Oh, alles gut. Okay, hier oben ist dann die Küche. Hier unten kann man auch schön. Ich bin ja so ein Fan. Das ist so cool. Dann gehen wir mal los. Ich freue mich so. Weil das ist so cool. Oh, das ist anscheinend ein schickes Restaurant. Die haben sich erstmal ihre Abendkleidung angezogen. Außer Jeremy. Aber ist auch eine Mut irgendwie. Ich würde gern den Tisch haben. Hier draußen, weil es einfach süß ist. Malcolm Landgrab. Das ist ja so passend, dass der hier arbeitet, ne? Okay, sie hat erstmal ihren Badeanzug angezogen. Im Urlaub darf man das. Ah, er hat sich jetzt auch umgezogen. Schön, hier arbeitet ein randalierender Werwolf. Irgendwie, Sulani hat ein Werwolf-Problem, glaube ich. Ach, die knutschen sich hier. Süß. Das Ding ist, die meisten Getränke kann Celeste gar nicht trinken. Wie wär's dann? Sie kann dann nicht mal Kamillentee bestellen. Gut, dann wird's wohl Wasser. Es tut mir sehr leid, Girl.
Dann nehmen wir River Blossom Cronelenuala für Jeremy. Und den lieblich süßen Avonalino, den kriegt natürlich Amaya. Die gehen wohl nicht davon aus, dass Kinder in so ein teures Restaurant gehen. Glasaugen, Barsch, Überraschung, da sehe ich Jeremy definitiv. Die Forelle Müllerin sehe ich bei Amaya. Und Fish and Chips macht am meisten Sinn bei Celeste, weil der Rest... Die Tacos gehen vielleicht noch, aber der Rest ist jetzt, glaube ich, eher nicht so was, was Kinder unbedingt bestellen würden. Deswegen, ich glaube, das passt so ganz gut. Helfen, schlechte Beziehungen zu kitten? Ich fände es voll toll, wenn du dich mit meiner Oma verstehst. Moment! Mizuki! She's everywhere. So süß, das Kleid. Oh, sie hat ein Minus. Also, das ist meine Sache. Oder muss jemand mal ganz dringend auf Klo? Dann geh doch einfach. Nein, nicht böse sein, bitte. Ich hoffe, dass wir hier irgendwann noch unser Essen bekommen. Da kommt jemand auf uns zu. Das sieht gut aus. Jawohl. Ach, wie schön. Schön. Dann wünsche ich euch einen guten Appetit. So. Die hat aber reingehauen. Sie ist einfach als erstes fertig. What? Ich liebe die Restaurants einfach in diesem Spiel. Es ist einfach so süß. Ich liebe es, mit meinen Sims in Restaurants zu gehen. Auch wenn das Pack ganz schön verbuggt ist, aber ich liebe es trotzdem so sehr. Es ist wirklich ein Pack. Also ich glaube, ich könnte ohne das nicht spielen. So, dann bezahlt mal. Schön. Dieser Urlaub macht mich einfach wieder optimistisch, dass das doch alles gut funktionieren kann. Die kleine Maus ist schon richtig müde, deswegen geht sie auch schon schlafen. Wo ist Jeremy hin? Massagefunktion? Warum baut sie die jetzt ein? Was ist denn mit ihr? Ich habe ihr das nicht gesagt. Sag mal, kommst du bitte wieder? Wir sind hier im Urlaub zusammen. Vielleicht war ihm das doch ein bisschen viel für einen Moment. Und er ist vielleicht spazieren gegangen. Wie wär's, wenn ihr eine gute Zeit jetzt miteinander habt? Weil das Kind schläft, ihr seid im Urlaub und ne, ich meine ja nur, wenn ich jetzt, wann dann? Er ist ready. Gut, das muss ich mir jetzt nicht weiter mit angucken, ne? Sieht aber auch so cool aus, wie dieses Schiff jetzt da hinten steht, ne? Ah, ich bin so Fan. Also wer auch immer das gebaut hat, hat man ja im Video gesehen. Du bist ein Genie. Du wirst dieses Video wahrscheinlich nie sehen, aber du bist ein Genie. Freu dich überrascht wegen guten Techtelmächte. Das ist doch erfreulich. Guten Morgen, kleine Maus. Wie wär's, wenn du duschen gehst? Jeremy möchte auch erstmal direkt was essen. Hat anscheinend auch kein Problem mit Resten. Man muss ja auch nicht jeden Tag was Frisches essen. Wer sagt denn sowas? Was macht er jetzt? Schaut sich einfach nur im Spiegel an. Okay. Oh. Warum ist hier eigentlich so ein Schlitz? Was ist passiert? Amaya hat ungefähr gar kein Interesse aufzustehen anscheinend. Ah doch. Um Punkt 8 Uhr steht's auf der Matte. Reden wie ein Pirattag. Den lösche ich jetzt schon raus. Während wir im Urlaub sind, kann man nicht fragen, ob man zusammenziehen will, ne? Mitbewohner, nee. Das ist nicht so ganz das, was wir wollen. Weil ich meine, an sich funktioniert das ja hier schon ganz gut und ich fände es irgendwie toll. Jetzt wird sie hier hingesetzt und erstmal geplaudert. Okay, da wird sie aufgeregt. Was ist denn jetzt mit euch? Es war alles okay und jetzt streitet ihr euch. Schwelender Groll, mhm. Kannst du vielleicht Entschuldigung sagen? Weil das macht man nicht. Beleidigendes Gespräch, ey. Mann, also wenn wir einmal hier Happy Family spielen und dann beleidigen die sich direkt. Oh, und die knutschen sich hier schon wieder halb ab über den Tisch. Also, ihr seid wild. Oh, wir können ja zu diesem Grundstück gehen. Ich glaube, dann kommt man auch zu diesem Wasserfall und so. Dann können wir ja so tun, dass wir dann dieses Wrack quasi also erkunden wollen. Ich glaube, wir kommen dann nicht rein, aber so, you know, dass man sich das ansieht. Das ist so eine Sache, die man sich halt so anschaut. Also so. Mir fällt das Wort nicht ein. Eine Sehenswürdigkeit. Oh mein Gott, mein Gehirn. Warum habe ich geschrien vor allem? Können Kinder hier rein? Jo, wie cool. Jo. Hä, ist das nicht hier mit dem Wasserfall? Hä, aber da, wo wir sind, ist er auch nicht. Oder ich finde den jedes Mal nicht. Ich weiß, dass der existiert, aber nie da, wo ich bin. Oder kommt man nur von diesem einsamen Inselgrundstück dahin? Das weiß ich nicht. Könnte auch sein. Ah nein, hier ist er. Because... Das ist ein anderes Zeichen. Hä? Warum denn das? Vor allem, warum heißt es jetzt rumschmusen und nicht Techtelmächte? Ich bin confused. Aber es ist mir egal. Leckt euch ab, während eure Tochter die Höhle erkundet. Hallo, ihr sollt einfach nur... Warum ist das Fahrrad hier schon wieder? Dieses Spiel ist doch doof. Also ja, geile. Da meint er mit. Jeremy ist nicht mal halb so schnell. Sie so, hallo. Die Uhr tickt. Ja, viel Spaß euch hier hinten, ne? Und falsch. Fernes Funken. Als Celeste die Höhle mit einer Taschenlampe aussortierte, entdeckte sie etwas Blitzendes an den Felsen über ihr und entschied, die rutschigen Steinwände hinaufzuklettern und nachzusehen. Sie nahm sich Zeit, fing sich nach einigen Fehltritten immer wieder auf und
konnte schließlich nach dem Objekt greifen. Das heißt, sie hat was gefunden. Warum redest du mit einer fremden Frau? Das Auge. Ach so, nee. Die Augen, nicht das Auge von Sulani. Nee, hör auf, mit einer fremden Frau zu reden. Und jetzt spritzt euch gegenseitig noch an anderen Flüssigkeiten, außer die, die ihr schon ausgetauscht habt. Ich meine natürlich, was war, sie kickt einfach nach ihm. Hä, übel schöner Screenshot. Ihr seid so süß, dass ihr so viel Spaß damit habt, ne? Der Urlaub gefällt euch anscheinend sehr. Oh, und Celeste fängt jetzt auch an. Süß, Maus. Hier ist Dreck. Wir räumen das auf, weil wir sind nett. Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht. Sulani wirklich aufgeräumt. Beziehungsweise, wenn, dann ist es schon sehr lange her. Vielleicht machen wir das ja mal irgendwann. Und Jeremy steht einfach nur vorm Klo. Sympathisch. Ich liebe ja seine Tattoos so, ne? Eigentlich wäre es voll cool, wenn er noch mehr hätte. Also so gerade so auf der Brust oder so. Ich weiß nicht, ob wir da noch einen Platz frei haben. Aber ich fände es an sich übel cool. Nee, ich glaube nicht. Das ist so klein. Warum habe ich das genommen? An der Gesichtstattoos fühle ich halt einfach generell nicht so. Und vor allem jetzt weiß ich nicht, ob er das jetzt unbedingt machen würde. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, alle Ebenen benutzt. Das ist blöd. Ich hätte ihm gerne noch ein Tattoo gegeben. Ich bin im falschen Haushalt. Ich meine, wir können auch mal mit Jeremy spielen, aber deswegen soll er ja auch bei uns einziehen. Durch wie viele Ladebildschirme ich jetzt gerade gehe, nur weil ich ihm ein Tattoo geben wollte und es letztendlich dann nicht tun konnte. Einfach spaßig. Dann schwimmt doch mal wieder ein bisschen. Dafür ist man ja wohl am Meer. Lebensstil in Gefahr. Schockierend jetzt. Fischis! Eingeschleimt, weil in Algenblüte geschwommen ist. Ew! Sie so, okay, Mama, warum hast du jetzt hier eine Grimasse geschnitten? Hier, spritzt sie an. Los! Das ist nicht so die beste Position zum Anspritzen, aber wenn ihr Spaß habt, ist es okay. Schwimmtraining geben? Nee, wie süß. Ich liebe das Spiel so. Das ist aber tolles Training. Ihr schwimmt nur auf einer Stelle. Wir gehen mal zurück. Wir haben noch genau einen Tag. Jetzt können wir Jeremy nicht mitnehmen. Dieser Mann macht mich fertig. Okay, ach so, okay. Er ist schon hier. Immerhin, dachte schon, er ist schon wieder gegangen. Junge Frau, bitten kein Chaos anzurichten. Vor allem so mitten auf so einem Steg, wie asozial. Ich finde toll, dass ihr euch gerade so schön unterhaltet. Ihr süßen Mäuse. Vielleicht nutzen wir den Abend und schauen zusammen einen Film an. Die ungeschickten Schwestern. Auch Sofa setzen wäre zu viel verlangt, hä? Macht ihr nur, ist schon okay. Hört auf, euch zu streiten. Ich habe keine Worte für diese Familie. Ich habe ein Geschenk bekommen, das mir nicht gefällt. Ich möchte es mit einem Freund tauschen oder zurückgeben. Kann ich das machen? Ich persönlich fände es irgendwie fies, wenn jemand das Geschenk, was ich für die Person gegeben habe, einfach irgendwo anders landet. Also man kann natürlich kommunizieren, dass es einem nicht gefällt, aber sie würde es ja dann wahrscheinlich einfach weitergeben und das ist halt ein bisschen wild. Wenn man kommuniziert und sagt, ja, ist jetzt vielleicht nicht so meins, ist jetzt irgendwie nochmal eine andere Situation, aber in dem Fall, vielleicht kommuniziere sonst erst. Lustige Szene nacherzählen, wie schön. Oh, sie hat sich schon hingelegt. Ach, Maus. Sie sind schon wieder komplett in Flirtlaune hier. Versprechen, Lied zu widmen. Oh. Ja, und dann habt halt nochmal eine Zeit im Bett. Wie nutzt man seinen Urlaub denn auch sonst? Ihr schickt doch gerade nicht euer Kind daraus, bitte. Nee. Könnt ihr bitte in das Bett gehen? Euer Kind wollte schlafen. Ganz in Ruhe. Das ist nicht passiert, okay? Damit komme ich nicht klar. Celeste ist mal wieder die Erste, die aufwacht. Mit einer glücklichen Celeste beenden wir auch diesen Part. Es war schon wieder ein Auf und Ab. Aber wir sind ja auch nichts anderes gewöhnt in diesem Let's Play. Es ist einfach nur wild. Aber ihr mögt diese Story ja auch. Also ist es okay, dass es so ist. Wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, was wir hier noch so in der Story machen sollten oder auch generell, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!